Das Witzige, zweiter Nebeneffekt von Community Challenges, ich fahre viel Strecken, die ich sonst halt nicht einfach mal so in der offenen Welt fahren würde, sehr viel. Und dadurch lerne ich die Routen immer besser. Passt ja, dann leiten wir direkt über. Silent fragt im Chat, ob ich seine Challenge gesehen habe und ob wir die machen würden. Und das Witzige ist, das ist genau die, die wir jetzt machen. Das war schon geplant, dass das die nächste ist. Und die ist Motocross Wolf Territorium und ich blende wieder ein. Ich hätte auch eine Challenge für Motorräder, nämlich Wolf Territorium. Zeit ist 1 Minute 30. Er sagt, er hat auch ein Video davon. Ich glaub's aber auch so. Ich brauche da keine Beweisvideos. Meine Topzeit ist eine 1:38. Und ich sehe hier schon, also Baba und Zyro haben unter 1,30 geschafft, aber das ist schon, also District hat es nicht gemacht. Wie viele Leute haben unter 1,30? Sollen wir mal gucken? 7 Leute haben nur unter 1,30 geschafft. Boah, das ist böse. Silent hält alle Weltrekorde in Motocross auf Xbox. Ach krass, also ist das im Prinzip wieder eine Weltrekord-Challenge, nur halt ein Xbox-Weltrekord oder wie? Aber gut, ich stelle mich der Challenge, Silent, ich stelle mich der Challenge. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da eine Chance habe, weil ich bin kein besonders guter Motocross-Fahrer, aber ich stelle mich der Challenge. Extra Portion Lehnsmann, das klingt doch richtig, ist schon auf der Nighthawk drauf. Die Settings sind es wahrscheinlich nicht, aber ich probiere es erstmal einfach damit. Ich muss es jetzt erstmal probieren. Ziel ist es eine 1,3. Ich sage jetzt einfach mal, deine Nachricht war ja, ob ich eine 1,30 fahren kann. Ich weiß ja jetzt nicht, was deine genaue Zeit ist. Aber deshalb versuche ich jetzt erstmal einfach als Zielzeit eine 1,30. Nicht sub 1,30, sondern unter 1,31. Erstmal Zielzeit 1,30. Das wird, glaube ich, schon schlimm genug, weil selbst das haben auf der besten Liste, ja, hat auch nur einer mehr geschafft, nur 8 Leute. Also nur 8 Leute haben es mit einer 1,30 geschafft. Ich würde behaupten, das wird tatsächlich die volle Stunde dauern. Also, Zeit läuft, rein da, ausprobieren. Ich bin für Tipps sehr offen. Bei der Strecke und auch beim Fahren, weil ich kenne mich mit Motocross nicht so ultra gut aus. Ich glaube, bei Wolf Territorium kenne ich die Strecke, wie man sie fahren soll. Aber das auch zu tun? Puh. Vor allen Dingen jetzt manuell, ne? Fährt man Motocross manuell? Macht das Sinn? Oder sollte ich da jetzt wieder auf Automatik springen? Wow, Kontrollpunkt verpasst. Nein, du fährst nach links. Nein, das hätte klappen müssen. 1:30.726 wäre die exakte Zeit, okay. Autsch. Das hätte es nicht sein dürfen. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen durchzufahren hier. Das ist schon zu eng für den Kontrollpunkt. Alter. Aber ganz ehrlich, Leute. Wie seht ihr das? Schreibt es mal in den Chat und vor allen Dingen schreibt es auch in die Kommentare. Community Challenges ja oder nein? Weil ich bin ganz ehrlich, ich finde, das ist eine coole Herausforderung. Weil natürlich schreiben jetzt hauptsächlich Leute in die Kommentare und in den Challenges, die natürlich auch eine Zeit haben, auf die sie stolz sind, ne? Die sie ein bisschen schauen wollen und wo sie auch wissen wollen vielleicht, wo ich dann im Vergleich dazu stehe. Jetzt nicht unbedingt die von Rexy, ne? Aber so die anderen. Aber ich finde das Prinzip von den Challenges sehr cool und mir macht das auch Spaß, mich euren Challenges zu stellen. Ich habe da echt Spaß dran. Also, hätte ich gar nicht so gedacht. Schreibt's gerne mal hin. Gerne auch hier im Chat. Ich weiß nicht, wenn da einer eine Meinung zu hat, dann können wir haben Zeit, wir können kommunizieren jetzt. Ich bin schon wieder komplett falsch gefahren. Ah, ist okay. Nein!
Scheiße. Lied? Das war's doch eindeutig. Ich habe eher Probleme damit, die Lücken zu treffen. Nicht sie zu sehen oder sie zu kennen, sondern sie zu treffen. Nicht ja eigentlich auch drüber jeden. Ja, das geht. Aber dann müsste ich hier auch springen und das will man ja nicht, oder? Hui! Macht das Sinn so wie gerade? Nee, ne? Zu viel Nitro ausgegeben. So, der Sprung hoch macht mir noch Sorge. Ich weiß auch, dass man hier theoretisch nach oben fährt, ne? Da war doch was. So, das jetzt bitte nochmal in 10 Sekunden schneller. Bin weiter rechts am Anfang, da ist eine größere Lücke. Okay, ich guck mal. 3, 2, 1. Das ist hier oben hin. Ja, da wollte ich gar nicht hin, sehr gut. Das meine ich so, ich wollte gar nicht da hinspringen, wo ich jetzt hingesprungen bin. Autsch. Die Lücke meinte er wahrscheinlich. Ernsthaft? Das hat nicht gereicht? Ei. Autsch. Scheiße. Nein, das wollte ich nicht, da wollte ich nicht lang. Zu weit links. Hat trotzdem funktioniert, hätte aber nicht funktionieren dürfen. Nein, nein, ich komme nicht darüber. Okay, also ich habe auf jeden Fall das falsche Set, ja? Dann müssen wir einmal kurz raus. Als ob ich Lehnsmann belüftet hätte. Ich habe pur belüftet. Ihr könnt euch entscheiden. Lehnsmann pur extra oder pur belüftet. Okay, Silent, der Challengegeber, ist pur belüftet gefahren. Dann fahre ich pur belüftet. Ich hatte ja irgendwie gehofft, dass das jetzt eine etwas entspanntere Challenge wird. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es nochmal mit einem Weltrekordhalter direkt hintereinander zu kriegen. Also zwei Challenges hintereinander gemacht, beide von Weltrekordhaltern. Gut, einer auf Xbox, aber trotzdem, ne, wäre auch auf PlayStation irgendwie Top 8. Das ist durchaus teilweise sehr unkontrolliert, was hier passiert. Ich weiß, wo ich hin muss, aber die Chance, dass ich da auch lande, das ist relativ gering. Ich habe auch hier den Sprung jetzt dann noch nicht einmal geschafft, ne? Und hier, welche Stelle war es? Hier drüber? Nee. Wo muss ich da drüber? Und hier drüber? Ja. Da drüber. Hier durch. Okay. Nein. Oh, ich krieg's halt einfach nur nicht hin. Ich weiß, wo ich hin muss, aber mein Motocross-Skill reicht nicht unbedingt, um das so mal eben zu machen. Das Witzige, zweiter Nebeneffekt von Community Challenges, ich fahre viel Strecken, die ich sonst halt nicht einfach mal so in der offenen Welt fahren würde, sehr viel. Und dadurch lerne ich die Routen immer besser. Zu hoch gezogen. Okay, wir machen mal wieder zurücklehnen. Ein bisschen entspannter fahren. Vielleicht hilft das. Eieiei, Leute, wir haben noch 20 Minuten. Das kann es doch nicht sein. Ich kenne die Route, ich weiß, wie ich fahren muss, aber ich krieg's nicht gefahren.
War genauso gedacht. Keine Chance, Alter. Weiß gar nicht, was ich hier für eine Zeit habe ursprünglich. Das ist jetzt eine 1,34, die fahre ich mal gerade rein, nur um zu sehen, wie nach 40 Minuten jetzt der Stand ist. Also es ist eine 1,34, mir fehlen im Klartext 4 Sekunden jetzt gerade. War das meine Bestzeit? Ja, das ist meine bisherige Bestzeit, damit bin ich schon mal Platz 21 der Welt. Da waren aber noch einige Fehler drin. Also ich glaube, wenn ich eine Runde so runterfahren würde, wie ich das gerne hätte, dann würde ich es auch schaffen. Also eine saubere Runde, so wie ich sie mir vorstelle, wäre wahrscheinlich genug. Nein, nein, nein. Ich beginne zu zweifeln, dass wir das schaffen. Oder dass ich das schaffe, eben gesagt. Verkackt. Okay, 58,15. Dann kann ich ja noch einmal. Letzte Try. Nein, viel zu weit links. Oh mein Gott, viel zu weit rechts. Nicht gut, aber ist noch im Rahmen. Liebes. Schande, dass ich da gerade auch noch hochgekommen bin. Also das war ja echt richtig schlecht. So, hier rum. Schön die ganze Zeit an der Wand gegrindet, dadurch richtig Zeit verloren noch. Sehr gut, das war nochmal richtig reingekackt. Eieiei. Und im besten Fall hier hoch. Tja, meine Lieben, Zeit ist um. Dies war's wohl nicht. Schade. Schade, schade. Das ist, ich würde sagen, eine Challenge, die auf jeden Fall gut abgemessen war, weil ich denke, es hätte klappen können. Die Route hat gestimmt und ich wusste bei allem, wie ich es fahren muss. Ich habe nur keine Runde gehabt, wo ich auch nur annähernd durchgekommen wäre. Muss man halt einfach so sagen, weil ich in Motocross einfach nicht gut genug bin. Also ich weiß, wie ich es hätte fahren müssen, aber ich habe es nicht geschafft, es so zu fahren. Also, leider nichts geworden. Silent, absoluten Respekt für die Zeit. GG's dafür. Platz 21 Weltrangliste hat es trotzdem für gereicht. Für die 13 Plätze, die mir jetzt gefehlt haben, fehlt noch so ein Fünkchen Motocross-Skill. Aber sehr cool. Coole Challenge. Echt nicht einfach. Und für die auf YouTube, schreibt mir eure. Je mehr, desto besser. Ich weiß ja nicht, ob wir dann irgendwann noch alle schaffen, aber wir versuchen es.